Während Richie die Massagefunktion von den Sitzen im Teambus vom Team Bahrain Victorious ausprobiert, schaue ich mir mal an, was sich im Teamtruck-Bus der Mechaniker so verbirgt. Ich würde sagen, wir gehen mal ums Eck rum und gehen in den Bus hinein. Hinten am LKW angekommen, finden wir die große Klappe, wo die Mechaniker auch bei Regen im Trockenen die Räder waschen können. Finden wir auch die Treppe, die in den Bus hineinführt oder in den Truck. Und wir haben zwei Bretter zum Rausziehen, wo die Mechaniker, zwei in der Zahl, ihren Werkzeugkoffer draufstellen können. Und ich habe eben noch ein Probike gefilmt und das Maßband, das brauchte ich mal, das lege ich zurück. Und was findet man hier vor im Vorfeld vor so einem Rennen? Meistens noch vom Truck. Hier sind mehrere Montageständer, drei an der Zahl im Hintergrund. Bauen die auch noch am Rad rum oder stellen eine Schaltung ein. Die Räder werden hier aufgestellt und hier wird auch geputzt. Pipapo. Gehen wir mal hier die drei, vier Stufen in den Bus hinein und schauen uns mal um, was sich hier alles drin befindet. Was wir als allererstes sehen, hier ist alles voll mit Laufrädern. Bis zu 50 Paar Laufräder von Vision, vom Sponsor, können hier aufbewahrt werden. Darunter finden wir verschiedene Laufradhöhen, hier überwiegend die 50er mit Tubeless-Reifen, wenn ich mich nicht ganz verirre. Und hinten im Bus sehen wir welche mit Schlauchreifen. Hier auf der rechten Seite sind die mit der flacheren, also für die Bergetappen, aufbewahrt. Und darunter werden die Fahrräder aufgehängt. Hier sehen wir die Fahrräder in dem Zustand, wenn mit dem Bus gefahren wird. Aktuell befinden wir uns bei der Deutschlandtour und hier wird gerade im Vorfeld noch alles rumgebaut. Deswegen stehen die Ersatzräder und Wettkampfmaschinen hier noch so lose rum. Also keine Bange, so wird auf jeden Fall nicht gefahren. Insgesamt kann man hier 30 Fahrräder sammeln oder aufbewahren. Und weiter hinten sehen wir auch noch ein paar Zeitfahrräder. Die kommen noch von der Europameisterschaft in München. Wie ihr seht, so ein Mechaniker-Truck ist einfach wie so ein Logistikzentrum, was mich als ehemaliger Logistikstudent auch ziemlich interessiert. Was ich auch noch ziemlich cool finde, wir fahren ja elektronische Schaltungen. Und da befindet sich hier in der Wand mehrere USB-Ports. Hier kann man dann das Ladekabel, hier wird auch gerade Schaltungen geladen, von Shimano reinstecken. Und dann hat die Batterie von der Schaltung wieder Saft. Ich würde sagen, wir schauen jetzt aber nochmal den Bereich an von den Mechanikern, wo die ganzen Schublade und Ersatzteile drin sind. Hier ist auch alles mit Label bedruckt, was wo drin ist. Wir haben hier kleinere Parts, FSA, Shimano Power Meter. Aber ich fand ganz interessant, was wir hier zum Beispiel haben. Also hier haben wir verschiedene Cleats von Shimano, wenn ihr mal welche braucht. Oder anderes Werkzeug, Klebeband. Kabelbinder, Ladekabel, Schrauben, alles pipapo. Hier finden wir die Shimano-Ersatzteile. Moment, so. Zum Beispiel ein neues Schaltwerk, Umwerfer, Steckachsen, Pedale, Hebel. Alles, was man braucht, wenn mal irgendwas kaputt geht. Hier haben wir auch noch vom Sponsor ein paar Produkte. Finishline stattet die Firma oder das Team aus mit Kettenöl etc. Das finden wir hier alles, verschiedene Produkte für trockene, nasse Verhältnisse. Hier Keramic Loop für die Bearings, alles dabei. Und die Mechaniker haben ja mit Steckachsen zu tun, deswegen brauchen die eine Bohrmaschine, um das Ganze zu wechseln. So geht es wie in der Formel 1 schnell zu. Natürlich haben die auch noch hier ein Radio, wo dann über einen Bluetooth-Speaker verschiedene Musik abgespielt wird. Das können wir natürlich gerade nicht zeigen, wegen GEMA. Und wenn wir hier mal weiterschauen, was hier alles ist, Kettenblätter, also alles das, was aktuell nicht lieferbar ist, haben die Profis. Bremsscheiben, also die haben hier wirklich alles, das ist ein Traum. Und falls ihr euch mal gefragt habt, wie oft Lenkerband gewechselt wird, wahrscheinlich bei Ryan Victorious ziemlich oft, hier haben wir einfach, keine Ahnung wie viel, 100 neue Lenkerbänder, unfassbar. Hier haben wir auch noch verschiedene Ersatzteile für die Laufräder. Verschiedene Lager, Freiläufe, also wirklich, in so einem Truck kann man jederzeit und überall auf der Welt ein Fahrrad reparieren, sauber machen oder komplett ersetzen. Hier haben wir auch noch einen Montageständer oder einen Zentrierständer, damit eine Acht aus einem Laufrad rauszentriert werden kann. Außerdem finden wir hier am Ende des Bus oder am Anfang jemanden, je nachdem wie man es sieht, noch die Anschlüsse für Luft. Also hiermit können wir die Reifen aufpumpen und hiermit, das ist einfach nur eine Druckluftpistole. Damit werden die Räder nach dem Waschen trocken gepustet, die Kette, Ritzel etc., dass da keine Feuchtigkeit drin sitzt. Also der Truck hat auch einen Kompressor an Bord, dass das Ganze ja, voll selbst autark laufen kann. Und das soll es eigentlich so gewesen sein. Vielen lieben Dank an das Team Bahrain Victorious, dass die uns hier den Einblick gewährt lassen.
und euch zeigen können, wie so ein Mechaniker-Truck eigentlich aufgebaut ist. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wer hier von euch auch mal gerne durchstöbern will und wer hier vielleicht für seine Räder ein paar Ersatzteile braucht. Der Mechaniker hat gesagt, am Anfang des Jahres ist das noch voller mit Ersatzteilen und wenn die Saison gelaufen ist, dann wird das alles ziemlich leer, weil das immer gebraucht wird. Schreibt gerne auch noch drunter, wie euch das gefallen hat oder ob ihr mehr solcher Videos sehen wollt und lasst am besten noch einen Daumen nach oben da und ein Abo auf unseren Kanal, dann können wir noch mehr so Videos für euch machen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, wir müssen jetzt hier mal raus, die haben sich schon beschwert, also ciao.